Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Ottermount und wo wir das herbekommen können, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes bin ich hier in dem dritten Gebiet von Dragonflight und zwar das Azurblaue Gebirge und dann befinden wir uns hier unten bei den Iskara in dem Dorf und dort haben wir einen Händler. Der Händler schimpft sich Atukiara oder irgendwie so ähnlich und dieser verkauft uns zwei Mounts. Eins der beiden Mounts wollen wir uns angucken und zwar das hier. Otuk des Elfenbeinhändlers. Das andere, das schauen wir uns mal woanders an. Bei diesem Mount ist es so, dass wir das kaufen können. Wir brauchen anscheinend auch keine Ruhmstufe oder irgendwas, sondern einfach nur drei verschiedene Ringe. Diese drei verschiedenen Ringe bekommen wir alle aus Instanzen. Ich habe die hier unten schon mal besorgt und ich will euch jetzt zeigen, wo wir diese Ringe herbekommen. Als allererstes braucht ihr ein paar Instanzen und hier ist es übrigens egal, ob ihr die Instanzen im Heroischen, im Normal oder im Mythic-Modus macht. Wahrscheinlich wollt ihr euren Mythic-Ring jetzt hier nicht eintauschen, aber die anderen beiden Schwierigkeitsgrade könnt ihr so oft anmelden, wie ihr wollt. Und dementsprechend werden wir da jetzt einmal reingucken. Also, den ersten Ring bekommen wir einmal hier. Gehen wir mal hier, dass ihr es ein bisschen besser seht. Bei der Akademie von Algeta. Algeta, ja, irgendwie so. Und zwar gleich vom ersten Boss Vexamos. Und dort haben wir dann, klicken wir mal drauf, einen Ring, Platin, Sternen, Band schimpft sich das und den brauchen wir. Hier unten seht ihr übrigens, enthält dieses Otuk Mount, das ist mein Add-on All the Things, das zeigt dann immer so schöne Sachen an, dann verpasst man das nicht, dass man nicht versehentlich irgendwie so einen Ring weghaut. Genau, das ist das erste Item. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr über das Tool anmeldet, reingehen, nur den ersten Boss umhauen und dann leaven, ihr kriegt keinen Debuff und könnt immer wieder queuen. Wenn ihr das wollt, ihr könnt natürlich auch den Instanz zu Ende machen. Das zweite Item bekommen wir dann hier aus dem Azurblauen Gebirge. Hier ist es ebenfalls vom ersten Boss und zwar Lemor schimpft sich der und da hat hier den zweiten Ring und zwar instabile Arkanschleife. Und wie gesagt, Schwierigkeit ist hier auch relativ egal, in welche ihr das Ganze macht. Und dementsprechend hier dasselbe, erster Boss. Ihr könnt nach dem ersten Boss rausleaven, ohne dass ihr einen Debuff kriegt, wenn ihr Hardcore nur diese Ringe farmen wollt. Und das dritte bekommen wir beim Angriff von Ukut. Hier droppt es von dem wütenden Gewittersturm. Und ja, hier haben wir quasi donnernder Starkregenring so rum. Und das ist dann der dritte, den wir benötigen. Dieser Donner befindet sich übrigens, können wir hier mal gucken, hier hinten. Die Reihenfolge bei den Bossen ist egal. Ihr könnt den Donner auch zuerst machen und dann selbiges wieder aus der Instanz raus. Müsst ihr nicht zu Ende spielen und dann quasi erneut queuen, wenn ihr kein Glück habt. Ich hatte den Vorteil, ich habe das teilweise im NHC und HC gequeued gehabt. Zwei der Ringe wurden mir tatsächlich von random Personen getradet, die dann einen besseren hatten. Anscheinend war denn das Mount nicht bekannt oder nicht wichtig. Also wenn ihr seht, ein anderer kriegt den Ring, fragt ihn mal, vielleicht braucht er nicht. Dann könnt ihr euch eventuell da schönes Mount mitkaufen. Gut, sobald ihr alle Ringe zusammen habt, könnt ihr zu dem Händler hier zurück und dementsprechend dann einfach euer Mount kaufen. Das andere Mount funktioniert übrigens ja genauso, bloß sind das hier, glaube ich, Heilsteile aus dem Raid. Aber das gucken wir uns nochmal an, sobald der Raid offen ist und wir uns das Mount auch holen können. Gut, dann lernen wir einmal den Otuk und schauen uns ihn auch natürlich mal an. Und genau, den hatten wir vorher schon und das ist jetzt der neue. Und nein, es ist kein Flugmount. Wer hätte es gedacht? Hier den Otuk. Wir machen mal das Mount Special. Es macht Männchen. Ja, süß. Reibt die Augen. Oh. Also es sieht auf jeden Fall ganz süß aus. Ich habe mir sagen lassen, dass es auch mehr Schwimmspeed hat. Ja, es scheint im Wasser ein bisschen schneller zu sein. Ganz nett, ähnlich wie die Schildkröten bzw. Seepferdchen und diverse anderen Mounts, die im Wasser schneller sind, habt ihr damit auch ein bisschen mehr Wasserspeed. Und ja, damit sind wir eigentlich durch mit dem kleinen Mount Guide. Es dauert nicht sonderlich lang, das zu farmen, wenn man dann ein bisschen Glück bei den Ringdrops hat. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Glück beim Nachfarmen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns sehr gern im nächsten Mount-Guide-Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.